Hallo zusammen, heute gibt es mal wieder ein Unboxing-Video. Ich habe mir einen Sinuswechselrichter bestellt. Ja, von Giandl. Und ist kein Werbevideo, habe ich selbst gekauft, selbst bezahlt, selbst bestellt, selbst in Empfang genommen, selbst aus der Verpackung geholt und selbst hier auf den Tisch gestellt. Und ja, da sind die Spezifikationen. Ja, macht 600 Watt, 1200 Watt Spitzeleistung kurzzeitig, hat eine Fernbedienung dabei und ja, jetzt machen wir das Ding da auf und gucken mal, was da so alles da so dabei ist. Also der Karton, der ist echt massiv, ne? So, natürlich die Anleitung. Feine Sache. So, da haben wir doch hier schon die, genau, die Anschlusskabel. Ich muss es leider jetzt so machen, hab keine dritte Hand. Also sehr robustes, dickes Kabel für an die Batterie. Kann man da sicherlich auch noch ja, was anderes anschließen, dass es fest verbunden ist oder so. So, hier ist die Fernbedienung. Müssen, glaube ich, 3 Meter oder 5 Meter sein. Ja. 4,57 Meter sind es. 15 Fuß steht in der Anleitung. Und ja, was auch ganz toll ist, habe ich vorher vergessen zu beschreiben. Man kann das Kabel natürlich auch ersetzen gegen ein längeres. Ich hoffe mal, dass das natürlich auch funktioniert. Also wenn nötig, ne? Genau. Habe ich jetzt mal so zwischen eingefuddelt. Entschuldigung. Und da haben wir auch schon der Wandler an sich. Genau. Muss man ja mal ein großes Stativ holen. Das hat ja so keinen Wert. So. Entschuldigung, Moment. Das geht jetzt nicht anders. So, genau, da haben wir ihn. Einwandfrei. Hat er richtig Gewicht? Aha, okay. Ja, Seite von hinten. Also wie gesagt, da kann man definitiv noch andere Klemme anschließen, wenn man es irgendwie fest verbinden will. Was ich wahrscheinlich machen werde. Ja, von unten. Genau. Ja, und das Ganze wird ein Projekt jetzt für den kommenden Sommer. Und zwar meine Solarladestation fürs E-Bike. Genau, das heißt, da werden noch ein paar Videos folgen. Genau, also wie gesagt, dabei ist das Kabel. Also die Fernbedienung, Anschlusskabel, Manual, aha, einwandfrei. Genau, das war's schon wieder. Ich bin gespannt über den Test. Wird auch noch was kommen. Alles klar, danke fürs Zuschauen. Tschüss.